Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Steady-Fans, Steady-Freunde und Liebhaber von Steady-Gewürz TV. Es freut mich außerordentlich, bereits das zweite Mal online. Heute, ja, gestern Abend haben wir ein bisschen rumprobiert. Wir haben es manchmal geschafft, manchmal nicht so geschafft. Aber jetzt sind wir da. Und ich sage euch eins, ich habe euch richtig geniale Sachen vorbereitet. Wie ihr ja vielleicht wisst, ist das Jahr nicht wirklich ein Allmann. Das bedeutet, wir sind nicht in St. Gallen, wir sind nicht dort zum Verkäuferlein und Knuddeln und machen und tun, sondern dieses Jahr ist es komplett anders. Und genau darum habe ich für euch etwas ganz Spezielles vorbereitet. Aber das sehen wir erst später in dieser Sendung. Warum Steady Gewürz TV? Ich habe das gestern schon mal kurz erklärt und gezeigt. Aber gestern haben wir nur etwa 400-500 Leute gehabt, die geschaut haben. Heute möchten wir natürlich massiv mehr. Steady Gewürz AG ist eine kleine Gewürzmanufaktur hier in Wiefelden. Ich bin der Inhaber von dieser Geschichte und darf da bereits seit 18 Jahren extrem erfolgreich weiterführen. Die Idee von uns ist ganz eine einfache. Wir machen Kunden zu Fans. Das bedeutet, jeder von euch, der mich gerne sieht, jeder von euch, der gerne unsere Produkte im Küchenkasten hat, und jeder von euch, der uns irgendwie sagt, ja, das sind schon ein pinker T-Shirt, das ist ein spezielles, besser gut. Abonnieren und teilen den Kanal. Teilen. Teilen, 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 teilen ist ganz, ganz wichtig. Und zwar hat mir extra Steffi, das ist eine Mitarbeiterin hier von mir, die hat mir so einen coolen Banner erstellt. Den muss ich jetzt hier irgendwie doppelklicken und dann kann ich den einfügen. Hier kann ich das Bild ein. Und schon da. Ich habe mega Freude, wenn wir noch mehr Leute haben, die das Ganze anschauen. Und versprochen, es gibt jeden Tag eine Überraschung. Jeden Tag. Heute habe ich ganz spezielle vorbereitet, aber zuerst schauen wir mal mit einem Blick in die Kulisse, was wirklich abgeht im Städti. Hier nochmal ein kurzer Hinweis auf den Banner: Städti Gewürz TV, empfehlen, abonnieren und teilen. Und jetzt führe ich euch ganz husch durch unsere ganz kleine Firma und zeige euch mal, wie das dort funktioniert und was dort abgeht. Da darf ich nicht doppelklicken, sondern den muss ich zuerst inladen. Hi zusammen, jetzt sind wir schon fast parat. Kommt schon mit, ich zeige euch mal, was hinter dem Städtchen steckt. Da sind wir in der Spedition. Unsere Spedition macht jeden Tag Päckchen parat. Ihr seht, im Moment hat es noch nicht so viel. Aber die Päckchen, die wir hier parat machen, die schicken wir raus jeden Tag an unsere Kunden. Sie sind ja hier, da wird jedes Päckchen wird super abgewogen, sodass es wirklich funktioniert, dass wir auch wissen, was wir rausschicken. Haben wir genug Material drin oder zu wenig? Und dann haben wir hier Mädels, die sind am Picken den ganzen Tag. Das ist Steffi, sie hat eine schöne Wanne gemacht für mich. Hallo Steffi. Hi! Und hier sehen wir, was wir ein bisschen rum haben. Wenn ihr vielleicht zulassen, hören wir auch, dass überall Musik läuft. Bei uns ist ganz wichtig, dass die Leute wirklich entspannt können, arbeiten können und auch ja, die Freude haben. Jetzt gehen wir in die Fabrikation, in unsere Manufaktur und gehen dort schnell zuschauen. Ich muss euch schon zeigen, mit dem Fall der pinke Ameise. Und natürlich sind wir die Einzigen, die pinke Ameise haben in der ganzen Schweiz. Und nachher, das ist ganz, ganz ein wichtiger Prozess. Und zwar wird das Herrengewürz frisch abgefüllt. Ihr seht, unsere Waage, die macht eigentlich nichts anderes, als einfach immer 300 Gramm schütten. Nachher wird das mit dem Fuß ausgelöst, das heisst, es ist nicht automatisch zugeschrieben. Und nachher über das Förderband fängt sie an etikettieren. Kann es ein bisschen langsam, bitte schön. Mit jeder Streuung wird einzeln an etikettiert. Übergeschoben und dann geht der nächste Prozess weiter. Dann haben wir aber selbstverständlich noch eine zweite Anlage, die im Moment die kleinen herzigen Salatgewürze macht. Das sieht man von hier aus am besten. Die Etiketten sind jetzt ein bisschen länger geworden, damit wir auch alle Nährwerte und alles draufbringen. Stille bei.
wo uns bereits seit über einem Jahr ganz, ganz treue Dienste leisten. Hallo. Nassproduktion zeige ich euch nächstes Mal. Aber jetzt gehen wir wieder rauf ins Studio. Kommen wir mit. Hey, Wahnsinn, Einblick, nicht? Und ihr habt gesehen, es ist immer noch alles Handarbeit. Und das ist uns auch extrem wichtig. Weil genau so können wir euch die frischesten Produkte auf dem ganzen Markt anbieten. Ich habe euch eine Überraschung versprochen heute. Und die Überraschung ist ganz, ganz, ganz genial. Wir haben letztes Jahr an der Olma dürfen massiv viele neue Fans empfangen. Und genau da möchten wir das ja eigentlich weitermachen. Weil letztes Jahr war ein Motto bei unserem Stand, vier Produkte nicht schleichen, portofrei heimgeschickt. Und ich habe gedacht, wenn etwas gut ist, dann machst du es einfach wieder. Und darum machen wir das ja wieder. Jetzt müsst ihr einfach schauen, wie man da eingehen muss. Den Shop, den kennt ihr, der ist unter www.sofein.ch. Und genau dort habe ich für euch jetzt einen sogenannten Gutscheincode erfasst. Ich zeige euch den mal schnell so und nachher tue ich euch den noch super einblenden. Da habe ich extra ausgedruckt. Also der Gutscheincode ist OLMA-FAN. Den gebt ihr einfach ein bei einer Bestellung. Ich zeige euch nachher, wie das geht. Und dann habt ihr ein portofreies Versand während der Nicht-Olma. Es ist ja kein Olma da ja. Verstanden, okay? So, Olma-Fan eingeben und dann ganz einfach schauen, ob der Code super abgezogen ist. Ich habe da mal schnell vorbereitet. Und zwar habe ich da extra so ein Infoböckchen gemacht, wo noch der Code sind. Also. Kann man da beim Olma-Code, den gibt man noch so ein. So, und jetzt habe ich da mein Video gerade verloren, aber auch den werde ich wieder finden. Der ist ungefähr da, wo soll ich stehen? Einfach. Tack. Da unten steht alles Wichtige. Stetig Gewürz AG empfehlen, abonnieren, teilen. Bis sogar teilen mit euren Freunden. Und bis heute Abend, zu Nacht um 12 Uhr, läuft noch unser cooler Wettbewerb, wo noch fünf von diesen Herdöpfel-Gewürz-Kuschlis verlosen. Aber es ist ganz einfach, ihr müsst mir ein Video schicken, was ihr macht mit Stetigwürzen, sonst gibt es keinen. Gell? Hast schon 40 Videos bekommen? Mir gefällt. Und ich hoffe, es kommen nochmal 1000. Dann muss ich alle durchschauen und nachher durch die Bus suchen und sagen nachher, wer gut hat. Ist gut. Bis ihr gut und noch Fragen habt, schreibt ihr das hier unten rein. Habt ihr Kommentarböchse. Wenn das Kommentarböchse nicht läuft, schickt ihr uns einfach ein Message. Und ich gehe auf alle diese Fragen ein. Ich möchte gerne wissen, was möchtet ihr sonst noch wissen über die Stetig? Was interessiert euch sonst? Können wir euch helfen beim Würzen oder können wir euch helfen sonst irgendwie beim Kochen? Und wir haben ganz, ganz spezielle Sachen vorbereitet. Ich freue mich auf euch. Bis morgen. Und nicht vergessen, Love, Peace und Herdöpfelgewürz. Und jetzt muss ich das Auto suchen. Ich sehe dich immer noch ein bisschen. Ja, das ist etwas Neues. Hey, Video schicken. Hm?
Okay, dann gehen wir aufs Auto und sagen so. Ciao zusammen. Nicht auf den Klick kommen, zwei, sondern ciao zusammen.